Liebe Freunde des Selbstgespräches, viel Spaß. Heute habe ich mal Lust auf das Thema Reinkarnationstherapien. Theorien. Reinkarnationstheorien. Was ist nötig für eine Reinkarnation? Natürlich der Glauben an eine Seele. Und zwar an eine individuelle Seele, die sich einen Körper aussucht und dann in diesem wiedergeboren wird. So ein allgemein weit verbreiteter Glauben. Und weiterhin braucht man dann wahrscheinlich noch das Karma dazu. Gute und böse Taten, so, und wenn man gute Taten tut, dann entwickelt man sich in der nächsten Reinkarnation wahrscheinlich auf eine höhere Evolutionsstufe hinfort. Und mit schlechten Taten natürlich niedriger, dann wird man wahrscheinlich laut dieser Theorie bestraft. Und so, dass man vielleicht ein Klodeckel wird oder so. Oder ein Mensch, der immer Asthma hat und Hämorrhoiden. Oder auch nicht. Nun ist mir heute auch eine Theorie eingefallen. Und zwar, da wir uns ja auf der Ebene der Theorien befinden, kann man ja alle möglichen Theorien aufstellen. Und das ist eine Reinkarnationstheorie, die davon handelt, dass diese Seele, und zwar sich in allen Formen inkarnieren muss, soll und darf und wird. Bin ich in diesem Leben hier, der ich? Bin ich im nächsten Leben der andere? Und ich muss alle durchmachen. Jeden Präsidenten, jeden Bettler, jeden Kranken, jeden Gesunden, jedes Tier. Genau, das ist nicht meine Theorie. Tiere haben natürlich auch eine volle individuelle Seele. Jeden Stein hat auch eine individuelle Seele. Jeden Berg. Jeden Planeten. Jede Sonne. Jeden Stern. Und natürlich die Seele des Raums. Ich muss ja auch jeder Raum sein und auch der absolute Raum, der alle Räume beinhaltet. Nur das Gute ist, dass jedes Leben, jede Inkarnation ist so erfüllend und so voll mit Erlebnissen, dass ich mich gar nicht an irgendwelche anderen erinnern will oder brauche. Denn wozu auch? Damit ich dann an Reinkarnation glauben kann und behaupten kann, ich hätte eine individuelle Seele, die sich nächstes Mal wieder in einen anderen Körper inkarniert, wo es dann natürlich weitergeht. Nur wer weiß denn, wer da reinkarniert wird? Ich kann ja sagen, okay, es gibt immer wieder Reinkarnationen und vielleicht hört es ja nie auf, weil die Seele nie zu einem Ende kommt und sich nie selbst erkennen kann und es nie Ruhe ist. Das weiß ja keiner, ob es nicht irgendwann mal... Vielleicht ist ja auch einfach die Reinkarnation vorbei, wenn ein riesen Meteorit auf die Erde fällt. Peng. Oh nein, vielleicht werden wir dann auf der Sonne als Sonnengeister wiedergeboren. Oder auf dem Mond als Nebel, als Wind, als Staub. Wer weiß es. Oder als der Mond. Genau. Also die Voraussetzung, eine individuelle Seele zu haben, ist sehr wichtig für die Reinkarnationstherapie. Und nun die Frage, wer hat denn eine individuelle Seele? Wer ist denn der Besitzer von dieser individuellen Seele? Oder ist es vielleicht sogar umgekehrt, dass diese individuelle Seele den Besitz, der glaubt, eine Seele zu haben. Also, wer bin ich? Bin ich jetzt der Besitzer von der Seele? Oder bin ich der, der von der Seele besitzt wird? Oder bin ich der, der glaubt, dass es einen Besitzer von der Seele und eine Seele gibt, die einen besitzen könnte?
Oder wer ist denn eigentlich so dumm, nicht zu wissen, wer er ist? Ich meine natürlich, wer er wirklich ist. Nicht nur Namen, Datum und so weiter, so Funktionen, gesellschaftlicher Rang, Aussehen und Form, sondern das, wie der Dingsbums sagte, der ich bin, der ich bin. Also, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Weiterinkarnieren oder vor jeder Inkarnation sein. Jenseits vom Bewusstsein, dass ich inkarnieren könnte, der absolute stille Frieden, der nirgendwo mehr hinkommen muss, um zu sein, wer er ist, der keiner sein braucht, um zu sein, und nicht mal nicht niemand sein braucht, um nicht nicht zu sein. Danke und auf Wiedersehen. Schauen. Namaste. Aloha. Om Sat Chit Voll Bayananda. Bada Brahma.